Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe ausnahmsweise Berlin mal wieder verlassen. Und heute bin ich bei meiner Freundin Nadine. Und Nadine ist von einer ganz besonderen Spezies. Nadine ist nämlich Schwäbin. Ihr habt vielleicht alle schon mal gehört, die Schwaben, die sind so ein kleines diskriminiertes Völkchen. Und das völlig zu Unrecht. Die Schwaben können nämlich fluchen wie Sau. Heute lernen wir Fluchen auf Schwäbisch und ich werde mal gucken, ob ich überhaupt weiß, was sie mir da so an den Kopf schmeißt. Und wenn nicht, dann haben wir alle was gelernt. Mein Schwäbisch ist aber auch kein reines Schwäbisch mehr. Es wurde verunreinigt durch das schändliche Hochdeutsch. Oh. Nadine, hau doch einfach mal deinen ersten Fluch raus. Geht's euch gleich, wo der Bartel immer schuld. Zeig dir gleich mal, wo der Bartel, der Mosch holt. Moscht. Der Moscht? Weißt du schon, was der Moscht ist? Der Moscht ist ja Fruchtsaft. Teilweise auch vergoren. Alkohol. Entweder von Äpfeln, Birnen oder Trauben. Wenn du so lang wärst, wie blöd, dann könntest du wohl den Arsch lecken. Wenn Dummheit Kläu macht, könntest du unter dem Teppich mit Stelze laufen. Wenn Dummheit klein macht, dann könntest du mit Stelzen unterm Teppich laufen. Oh yeah. Sag mal, was, du hast ja auch schon mal was gelernt. Was war das denn Schönes? Heiligsbleche, junger Vater, leck mir doch am Socken. Ja. Ja. Rutsch mir doch im Buggel, nun du Grasdackel, verreckter. Was es zum Beispiel als Klassiker auch noch gibt, ist, dir schlagt Claire eine an Ransena. Die schlägt gleich einen Ranzener. So in etwa. Der Ranzen ist... Der ein Schulrucksack. Nee, der Bauch. Was? Ja, der Habt Ranze. Ihr das gehört? Der Ranzen ist der Ranze Bauch. Ist voll. Natürlich ist der Ranzen ein Bauch. Kennt doch jeder. Natürlich. Ah ja, wenn wir uns aufregen, sagt man manchmal zum Donnerwetter aber auch. Wir wollen alle schwäbische Schimpfwörter hören. Los geht's. Beißzahn. Gibt's noch einen Lellebäbel? Kratzbürst, Kratzbürst ist einfach. Was auch ein besonders gern benutztes Schimpfwort für kleine Kinder ist, ist der Fetz. Ja, ich war auch schon mal ein Fetz. Naja, habe ich mir schon gedacht. Lugebeutel. Lügenbeutel? Ja, so ein Lügner einfach. Schlabbergosch, Vogelscheuch. Was ein Bagage ist? Nee. Ein Bagage ist halt sowas wie das Lumpenpack. Hallo, weißt du, was ein Bellmull ist? Nee. Das ist sowas wie eine beleidigte Leberwurst. Ich habe mal was zu dir gesagt, was du dir merken sollst und ich bin gespannt, ob du es noch weißt. Und zwar ist das die verhutzelte Zibebe. Zibebe, ist das eine Zwiebel? Oh, was heißt verhutzelt? Verschrumpelt. Genau. Und was ist die Rosine? Oh. Rosine! Was ist ein Vesper? Oh. Vesper ist für mich im klassischen Sinn Abendbrot. Beziehungsweise eine kalte Zwischenmahlzeit. Man zum Beispiel kann man auch als Kind in die Schule oder auch heute noch natürlich ein Vesperle mitnehmen. In der Vesperbox. In der Vesperbox. In der Vesperbox nehmen wir das Brot mit. Also es gibt natürlich unzählige wunderschöne Wörter im Schwäbischen. Und ich würde jedem ans Herz legen, der ein bisschen Herz und Verstand hat, Schwäbisch zu lernen, weil es einfach eine der wunderschönsten, ich sag jetzt immer einfach, Sprachen auf der Welt ist. Obwohl wir schimpfen, klingen wir, als würden wir es nicht tun, weil ein Lä dran hängt und es eh keiner versteht. Die Schwaben, die sind vielleicht ein bisschen eigenwillig und manchmal auch vielleicht nicht ganz so einfach, aber sie sind immer loyal und sie sind überhaupt nicht geizig. Ah ja, vielleicht ein bisschen. Sagen wir eher, sie sind sparsam, das ist vielleicht die andere Variante, ja. Und wir sind ordentlich und fleißig. Bei uns gibt es die Kehrwoch, bei uns gibt es das Vesper. Und alle anderen können unser Buckel runterrutschen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann dürft ihr gerne ein Abo dalassen. Einen Daumen hoch fürs Fluchen aus Schwäbisch von Nadine. Und wie gesagt, Abo, letztes Video ist auch da unten vorhanden. Und ich geh einfach. Tschüss!